Hey Leute, hier habe ich euch jetzt mal wieder die Akihagara mitgebracht. Akihagara ist so eine der Sekundärwaffen, die ich persönlich leider gar nicht mag, obwohl die Stats ziemlich cool sind, aber egal, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Stats sind 9 Einschlag, 9 Durchschlag, 42 Schnitt, 20% Statuschance und eigentlich ist ja die Kombination Statuschance und Schnittschaden schon was ziemlich Geiles. Aber wenn wir uns jetzt mal den Rückstoß von dieser Waffe anschauen, das ist schon ziemlich stramm, muss man ganz ehrlich sagen. Sorry, das war jetzt falsch. Das ist der Rückstoß von dieser Waffe. Eben hatte ich Steady Hands drin. Und wenn wir mal Schnellfeuer machen, also die Taste ganz schnell drücken, dann sieht das so aus. Also nicht wirklich cool. Ich habe da zwei Builds für euch vorbereitet. Das eine ist ein Viralbild gegen Gegner ohne Rüstung, beziehungsweise man kann sogar probieren, da gegen Gegner mit Rüstung zu spielen, aber die Schnittprocs sind lächerlich klein, also kann ich nicht wirklich empfehlen. Das andere ist dann ein reiner Korrosionsbild, ja. Was habe ich drin? Laufstreuung, Hornissenstich, tödlicher Schwall, ruhige Hand, Pistolenpestilenz, Ruck, Zuckung, Pathogenprojektile, also Standardbild. Nicht vergessen, dass das keine automatische Waffe. Man muss jeden Schuss selbst auslösen. Jeden einzelnen Schuss. Also, naja, Level 150 ist für diese Waffe absolut zu viel, wie ihr gerade gesehen habt. Ich würde sagen, maximal Gegner Level 100. Und da funktioniert es eigentlich sogar gut. Wobei, ganz im Ernst, für eine Waffe, bei der man jeden Schuss selbst auslösen muss, ist selbst das noch grenzwertig. Wenn man sich das Schießen auf Mausrad legt oder ähnliches macht, dann ist es noch okay, wie ihr gerade seht. Also, ich würde hier niemals im Leben jeden Schuss selbst auslösen. Ich kann nur dem Normalspieler den Tipp geben, legt euch Schießen auf Mausrad und dreht das Ding wie bescheuert oder schreibt euch ein Makro irgendwas. Also, ist okay, Level 100, 150 ist machbar, aber es ist nicht, naja, nicht wirklich, wirklich gut. Ich will euch jetzt gerade mal das Ganze gegen Gegner mit Rüstung und einem Schnittbild zeigen, beziehungsweise wie das nicht funktioniert. Nicht vergessen, der hat nur Level 100. Also ihr seht's, dass, also bei Level 100 tickt's jetzt schon runter, aber ganz im Ernst, da ist der Korrosionsbild besser. Also das lohnt sich nicht. Ich denke, ihr seht es, was ich meine. Ich kann es jetzt natürlich gegen Gegner ohne Rüstung testen. Und da ist das Ergebnis natürlich jetzt mal nochmal ein anderes. Wobei ich jetzt gerade noch sagen möchte, welche Mods ich drin habe. Also wieder 3 Standard, Erfrierung, Schockfrost, Pistolenpestilenz, Pathogenprojektile und dann nochmal ruhige Hand. Ich würde keinen einzigen dieser Mods rausnehmen, außer vielleicht die Elementarmods. Da kann man ja immer dran rumschrauben. Aber ruhige Hand und die 3 anderen Mods, die sind einfach Must-Have. Gerade ruhige Hand. Ups. Ne, ich muss das ja jetzt so machen. Und ihr seht, so fällt der Gegner schnell um. Also, man kann aus der Waffe schon was rausholen. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Aber ich persönlich bin überhaupt kein Fan dieser Waffe. Und wenn ich diese Waffe spielen sollte, würde ich sie entweder nur im Levelbereich unter Level 100 benutzen, mit einem Korrosionsbild,
Oder wenn ich es über Level 100 spielen wollen würde, weshalb auch immer, dann nur gegen Gegner ohne Rüstung und mit einem Viralbild. Ansonsten würde ich persönlich diese Waffe jetzt nicht anrühren. Was ihr draus macht, ist natürlich immer euch überlassen, nur falls ihr meine Meinung wissen wollt, naja, keine meiner Lieblingswaffen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.